Am 30.11.2019 machte sie hier in der Reutlinger Stadthalle Station, die klingende Bergweihnacht. Die Tournee in der Vorweihnachtszeit. Mit dabei waren die Feldberger, Anita und Alexandra Hofmann und Robin Leon, der Sommerhitkönig von 2016 bei Immer wieder sonntags. Und am Sonntagvormittag, bevor es zur nächsten Station weiterging, hatte er noch ein bisschen Zeit, mit mir über den Reutlinger Weihnachtsmarkt zu bummeln. Reutlingen, da wo auch Promi-Geflüster zu Hause ist. Und auf unserem Bummel über den Weihnachtsmarkt hat mir Robin verraten, dass er sich gerne mal die Städte und Orte anschaut, wo er seinen Auftritt hat. Und jetzt, so kurz vor Weihnachten, muss man natürlich auch noch an die Geschenke denken. Da kann man gute Anregungen auf dem Weihnachtsmarkt bekommen. Und wer die Tournee gerne noch besuchen möchte, das solltet ihr unbedingt tun, denn es ist ein Programm der Superlative. Und die Fans der Volksmusik und des Schlagers kommen garantiert auf ihre Kosten. Robin, hier sieht man unsere die Sommersmutscheln. Mutscheln, also jetzt nicht nur Sommers, das ist die Mutschel, das ist ein Traditionsgebäck hier in Reutlingen. Okay. Das gibt es eigentlich immer am Donnerstag, Heilig Drei König. Da gibt es auch einen sogenannten Mutscheltag. Oh, okay. Da wird gewürfelt, da gibt es Würfelspielchen und so weiter. Und das Ganze soll so ein bisschen unseren Hausberg, die Acheln, darstellen in der Mitte. Sehr schön. Und die Zinken kommen rum, so die. Das ist mit Zucker und ohne Zucker, genau, ne? Genau, es gibt Mürke, Süße. Also trocken halt trocken. So ungefähr, richtig. Gibt es sowas für euch auch im Elsass? Ja, wir haben ganz viele. Was gibt es noch? Wir haben also Brezel mit. Brezel, was haben wir noch? So Kugelopf ist traditionell bei uns. Also ganz viele. Ganz viele verschiedene Traditionen. Mhm. Und Spezialitäten. Also Elsass ist ja bekannt für Wein, für Essen, Gastronomie, alles drum und dran. Also wir haben schon einige gute Dinge. Sehr gut. Wenn wir jetzt hier wieder schauen, sieht man auch die Marienkirche, die evangelische Kirche. Oh. Sehr schöne Kirche, ne? Ganz groß. Genau. Wie viele Einwohner habt ihr in Reutlingen? Wie viel sind wir denn? 100.000 Grenze haben wir auf alle Fälle. Oh, so viel. Das ist schon Großstadt hier. Ach so. Aber mit den ganzen Eingemeindungen da so und die ganzen Orte drumherum. Ach so, okay, es gibt dann, okay, alles klar. Ja, aber es wächst und wächst. Früher waren wir sehr viel Textilindustrie. Aha. Natürlich auch alles jetzt abgewandert. Und Musik ist ja, also in dieser Region hier ist ja viel Schlager- oder volkstümliche Fans, ne? Volkstümliche sehr, sehr stark, ja. Richtig. Okay. Also zumindest war es. Das haben wir gestern gehört, dass es viele Schlager- und Volksmusikfans da war. Schön mitgesungen haben die, schön mitgeklatscht. Ja, was war schön. Auch so die Heimat der Geschwister Hofmann. Ja, stimmt. Der Alexander ja. Hofmann. Ja. Ja. Und dann die Tour, wie gesagt, heute noch in Pullendorf. Da muss er nachher auch schon schnell wieder los, der Robin. Stimmt. Und wie gesagt, nächstes Jahr machen wir dann nochmal. In einem ausführlichen Interview gibt es dann noch mehr mehr zu erfahren. Winter ist natürlich hier auch mit dem Schnee jetzt ein bisschen Mangelware geworden, oder? Spürt man jetzt. Bist also, du Skifahrer oder Wintersportler? Also ich habe letztes Jahr angefangen Ski zu fahren und ich freue mich sehr, jetzt nach der Tour zwischen einer kleinen Pause, ein paar Tage, mal wieder auf die Skipiste zu gehen und wieder mal probieren. Ich habe letztes Jahr drei, vier Wochen gebraucht. Aber wir müssen mal ganz kurz noch mal stoppen. Oh. Hier sind heimische Klänge, glaube ich. Oh, d'accord. Ah, très bien. Alors, c'est quoi, tu te fais filmer, là? Eh, je suis en tournée, là, en concert à Reutlingen. Là, on fait un petit reportage, du coup, ce matin, avant que je parte sur l'autre ville. Et tu fais quoi comme musique? Schlager, tout ce qu'ils écoutent en Allemagne, pop allemande, etc. Ah, ok. Voilà. J'ai un artiste avec moi. Exact. Tu vas en profiter. Tu veux goûter ou pas? Moi ça va, merci. Je viens juste de prendre le petit déjeuner, ça va. Durch unser Winter. Ist er jeden Tag hier oder? Nee, jeden Tag jetzt auch nicht, aber. Wochenende, ne? Wochenende ab und zu mal, genau. Genau. Jetzt hier in der Früh ist es doch noch ein bisschen schlecht. Früh ist es schon ein bisschen. Jetzt schon Glühwein zu trinken, das wäre nichts. Na, früh ist es schon ein bisschen, das stimmt. So.
Alles klar, dann sage ich erstmal herzlichen Dank für den Rundgang. Ja, ich sage danke, hat mich sehr gefreut. Und in sehr schöner Stadt, Reutlingen, sehr schön. Ja, auch wenn es jetzt nur ein Schnelldurchgang war. Ja, aber trotzdem, ja. Sehr, sehr schön. Ja, ganz kurz mal rüber. Hier gibt es einen Biergarten, oder? Glühweingarten. Guten Morgen, Dieter. Wir machen jetzt hier mal schnell. Da kommen die Bekannte. Komm mal Dieter ran. Robin, Leon. Er war jetzt hier bei mir auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs. Ich sag dir herzlichen Dank. Schöne Weihnachtstage. Danke, gleichfalls. Und haben wir noch ein bisschen zu tun. Im nächsten Jahr sehen wir uns wieder in alter Frische. Gell? Sehr gerne. Und grüß die Kollegen. Mach ich sehr gerne, danke. Alles Gute an alle Promi-Geflüster-Zuschauer. Bis bald.